Ja, weiter geht's hier. Aufgabe 3 aus der Klausur des Sommersemesters 2013. Das ist der erste Termin. So, hier muss ich selber noch mal ein bisschen nachdenken. Ich habe im Internet auf einem, ja, von der Uni Heidelberg so etwas gefunden. Das blau markierte soll wahrscheinlich Wasser heißen, wegen dem W hier. Gut, hier weiter im Text steht irgendwie, dass es auch dimensionslos sein kann. Und da das bei uns in der Klausur hier auch nicht weiter irgendwie dargestellt wird, sonst hätten wir nämlich über das molare Volumen die Stoffmenge ausrechnen können und so weiter und so weiter. Ist aber in der Klausur alles nicht gegeben, deswegen können wir hier nur mit diesen Prozenten rechnen. Jetzt auch nochmal Bezug auf das Textdokument, was ich eben gerade noch kurz gezeigt habe, dort steht ja auch, ist es dimensionslos. Dort wird es mit KH gezeigt. Ja, Konstante, also Gleichgewichtskonstante Henry hier. Ja, setzt sich halt zusammen aus der Konzentration dieser Gasphase, geteilt durch die Konzentration der wässrigen Phase. Bei uns sind das diese Prozentangaben hier 33,33%. Jetzt aufpassen, wir haben ja jeweils zwei davon. Wenn die miteinander multipliziert werden als Zahlenwerte, können wir auch eine hoch 2 dorthin schreiben. Dasselbe ist hier unten auch mit 16,66. Die werden auch quadriert. Und wenn ich das in den Taschenrechner eintippe, das habe ich hier schon mal gemacht, kommt halt diese Zahl bei raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt. 4,0 auf jeden Fall. 0,002 und so weiter. Da hinten ging es noch viel, viel weiter. Ja, damit sollte das eigentlich Ganze erledigt sein, denn in unserer Klausur haben wir halt nur Atommassen gegeben und auch noch nicht mal alle, sondern nur von einigen ausgewählten. Ja, so viel dazu. Weiter geht's gleich mit der Aufgabe 4. So.